Audio-Post. Geklickt. Gehört. Kaum eine Branche, die nicht mit Fachkräftemangel zu kämpfen hat. Und trotzdem stolpert man über die Nachricht, dass auch Hackergruppen im Darknet verzweifelt um Mitarbeiter werben. Mit Cyberangriffen wird so viel Geld verdient wie noch nie. Dabei wird klar, Hacker ist für manche ein richtiger Beruf. Man kann sich diese Hackergruppen wie eine kleine Firma vorstellen. Mit Eintrittsprozess und allem, was dazugehört. Vielen ist dabei gar nicht bewusst, dass sie für eine kriminelle Organisation arbeiten. Aber nicht alle verdienen dabei das große Geld. Andreas Wiesler kennt sich mit Hackern aus. Er ist IT-Experte. Als Inhaber der Firma Go Security berät er Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Er weiß auch, welche Menschen hinter den Hackern stecken, die sich auf dem skurrilen Arbeitsmarkt im Darknet tummeln. Ja, das sind bunt gemischte Gruppen. Das können Script-Kiddies sein, die sich das ganze Wissen selber erarbeitet haben, Studenten, aber auch IT-Fachleute, die einfach die Seite gewechselt haben, um mehr Geld zu verdienen, als sie das vielleicht in ihrem vorherigen Job gemacht haben. Die Fachkräfte können sich aktuell ihre Auftraggeber aussuchen. Das liegt aber nicht daran, dass die meisten ihren Job aufgrund der Pandemie gewechselt haben, so wie es in vielen anderen Branchen der Fall gewesen ist. So die Einschätzung des Experten. Ich glaube nicht, dass viele Hacker abgewandert sind. Viele möchten ihr Wissen und ihre Ideen umsetzen. Vielleicht ist es manchmal auch politisch oder ideologisch, was dahinter steckt. Oder einfach diese Nervenkitzel. Ich habe es geschafft, ich habe es erreicht, in ein System einzudringen. Auch wenn das einen echten Challenge-Charakter mit sich bringt und anscheinend auch gutes Geld dafür gibt, das Ganze ist ziemlich strafbar. Das darf man nicht vergessen. Absolut, in fremde Netzwerke und Systeme einzudringen ist bereits strafbar. Wenn dann noch Schaden angerichtet wird, können lange Gefängnisstrafen die Folge sein. Die Hacker versuchen daher, aus Orten zu agieren, wo sie weniger erwischt werden oder wo auch gar nicht der Wille da ist, die zu schnappen. Um den Darknet-Hackern ihre Arbeit noch unattraktiver zu machen, hat IT-Experte Andreas Wiesler einige Sicherheitstipps, die wir befolgen sollten. Ja, die Amerikaner haben begonnen, Hacker auf eine Liste der meistgesuchten Verbrecher zu setzen. So bekommen die Hacker ein Gesicht und sind nicht mehr anonym. Und für uns gilt die allgemeinen Sicherheitsempfehlungen, dass die Systeme, das heißt Betriebssysteme wie Applikationen, immer auf dem aktuellsten Stand sind. Und nicht einfach alles anklicken, auch wenn es noch so spannend aussieht. Audio Post. Geklickt. Gehört.